Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video dreht sich alles um das Bosch GML50, ein Baustellenradio der ganz besonderen Art. Und wie und was es alles kann, sehen wir in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Jörg erklärt's. In diesem Video soll sich alles um das Baustellenradio Bosch GML50 drehen. Ich hatte da mehrere Anfragen diesbezüglich und wurde doch mal gebeten, vielleicht da mal ein Video drüber zu machen, da das bei mir immer wieder in den Videos im Hintergrund aufgetaucht ist und die Leute da doch etwas mehr drüber erfahren wollen. Und drum zeige ich euch heute mal, was das Ding alles kann und was es nicht kann. So, als erstes möchte ich euch mal hier aufzeigen, wie das so aufgebaut ist. Hier vorne haben wir also das Bedienteil-Display. Ist alles so verarbeitet an diesem Radio, dass alles Spritzwasser und staubgeschützt ist. Und das ist eigentlich ganz wichtig für mich, dass auch wenn man da draußen mal arbeitet und es kommen ein, zwei Regentropfen, dass hier nicht gleich alle Lichter ausgehen, sondern dass das Teil auch da etwas stehen bleiben kann und nicht gleich anfängt davon zu schwimmen. Also, wie schon gesagt, hier vorne Bedienteil, quasi gehen wir dann nochmal später weiter drauf ein. So, und als nächstes drehe ich das mal rum und da sehen wir schon, das Radio ist ziemlich schwer. Es hat früher zu circa, das bringt glaube ich ca. 11 Kilo mit, also es ist schon ziemlich schwer, aber wie ich schon immer so zu sagen pflegte, alles was schwer ist, ist auch von Qualität und das hat sich bis jetzt eigentlich auch immer fast behauptet. Hier auf der Seite haben wir dann neben der Netzleitung auch noch zwei Steckdosen integriert, also funktioniert fast wie eine Kabeltrommel, das gute Stück, dass man hier noch ein bisschen was verteilen kann. Meistens, wenn man in der Werkstatt ist oder draußen oder irgendwie was bauen möchte, bedarf es dann doch nochmal einer Steckdose, wo man ein Ladegerät dran stecken kann oder sonst irgendwas oder eine Bohrmaschine. Also die Dinger sind übelst cool belastbar, so viel ich weiß. Also hier kann man ordentlich einen Bohrhammer mit dranhängen oder eine Kreissäge, macht hier gar nichts mit aus. Das wird dann alles über das Netzkabel mitgespeist. Also das finde ich schon mal eine sehr gute Sache. Diese Geschichte benutze ich sehr häufig, muss ich mit dazu sagen. So, hier hinten haben wir dann noch unsere Antenne integriert und noch eine Klappe, die wir hier aufklappen können. Und na, wenn wir die aufmachen, sehen wir hier, dass hier eine Aufnahme ist für Akkus. Und zwar für Lithium-Akkus von der Firma Bosch. Und zwar können wir hier 14,4 Volt und 18 Volt Akkus reinstecken und laden. Und zwar sind das solche, wie wir sie hier sehen. Das ist von meinem Akkuschrauber, der Akku, und den kann man ganz einfach hier dann reinstecken, einrasten lassen und dieser wird dann automatisch bei Netzbetrieb mitgeladen. Und von diesem Akku aus, wenn der hier drinnen gesteckt bleibt, kann man dann auch am Ende das Radio autark betreiben. Also das finde ich eine sehr schöne Angelegenheit und funktioniert einmal frei. Dann drehen wir das mal weiter rum. Hier wird es eigentlich jetzt interessant. Hier haben wir jetzt auf der Seite ca. einen 12 Volt Anschluss fürs Auto zum Anschließen oder wo man was anschließen kann zum Aufladen. Und weiter haben wir hier noch einen Line-Out und einen Aux-In Anschluss, also ziemlich nützliche Sachen, sprich Kopfhörer oder andere Sachen, was man hier anschließen kann. Und hier gehen wir jetzt mal in die digitalen Media Bay rein. Die öffnen wir jetzt mal und da sehen wir auch schon hier an der Seite quasi ein Kletthalter und der ist dafür vorgesehen, dass man hier zum Beispiel sein Smartphone einschieben kann und das dann auch mit einem USB-Kabel hier verbinden kann. So, wenn wir jetzt hier mal hereinschauen, sehen wir hier noch einen Aux-In-Anschluss, einen SD-Kartenschacht, das ist ganz wichtig, und noch einen USB-Schacht. Habe ich jetzt schon einen USB-Stick drin reingesteckt, damit wir hier eine kleine Demo machen. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass hier alles so vorhanden ist. Und natürlich eine Absicherung fürs Outlet mit ca. 1 Ampere, also eine Sicherung mit verbaut. Also hier kann eigentlich quasi nichts passieren. Und die ganze Geschichte ist dann hier drin auch staubgeschützt, wenn ihr euer Smartphone hier mit reinsteckt oder euren MP3-Player oder was der Teufel auch will. Ist ja gut aufgehoben und ja, wird halt nicht nass und nicht schmutzig. So, jetzt drehen wir das gute Stück mal rum. Was noch erwähnenswert ist bei diesem Radio,
Bei dem GML50 ist ja eine Fernbedienung mit dabei. Das ist eine sehr nützliche Sache. Benutze ich laufend das Teil. Ihr seht, es ist schon absolut abgegriffen hier. Und kann man hier oben einstecken oder hier am Schlüssel mit dran machen. Ist eine sehr schöne Sache. Was eben sehr schön ist an diesem Radio auch, dass es 4 Boxen hat. Hier oben 1, 2, 3, 4. Und wenn wir das ganze Ding mal rumdrehen, sehen wir hier unten noch einen, so rum ist richtig, einen ordentlichen Subwoofer mit 50 Watt bringt das Ding hier an den Start. Also ich denke mal, das kann sich hier ordentlich sehen lassen und das macht hier ordentlich Leistung. Also hier kommt ordentlich Musik raus. Hier unten sehen wir noch eine Öffnung, dass der Bass hier auch herauskommen kann. Das ist ja auch wieder ganz wichtig, sonst klingt es ja nicht richtig. Die meisten Baustellenradios, die ich so kenne, die machen zwar schön laut und so, aber bringen keinen satten Bass. Und was ich eigentlich immer schätze, ich möchte immer einen ordentlichen Klang haben und das ist eigentlich das Wichtigste mit. So, jetzt werde ich mal das gute Stück hier ans Netz stecken. Und wir sehen, es geht schon mal an, also es geht wieder aus. So, jetzt schalten wir mal das gute Stück an hier oben. Das geht natürlich auch alles mit der Fernbedienung zu machen, aber ich mache das jetzt mal händisch. Und jetzt kann man einschalten, welche Quelle wir benötigen. Also hier auf Source ist die Quelle, die wir hier anfahren möchten. Und da haben wir verschiedene Auswahl zwischen quasi UKW, also FM, AM haben wir zur Auswahl. Ihr seht, es rauscht. Habe ich jetzt extra keinen Sender unterlegt für das Video, nicht damit ich noch Ärger bekomme. Dann haben wir noch, wenn wir weiter drücken, einen AUX 1, AUX 2 Anschluss. Dann können wir schon auf den USB und wenn wir weiterschalten auf die SD-Karte. So, SD-Karte haben wir jetzt momentan hier nichts darin enthalten. Ich würde jetzt mal weiterschalten, dass ich euch mal aufzeigen kann, wie das Ding hier für den Sound macht. Schalte ich jetzt mal auf USB. Jetzt sucht ihr den USB-Stick durch, findet auch eine Datei. Und die würde ich jetzt mal anspielen wollen mit Play. Und wir hören, kommt schon ordentlicher Sound raus. Hier vorne haben wir noch einen Lautstärkeregler. Das ist der Regler für die Sender. Aber wenn wir hier Sender abspeichern, dann können wir das auch mit der Fernbedienung machen. Da braucht man hier eine Rum und Num drin, also hier kann alles abgespeichert werden. So, hier haben wir noch einen Equalizer drin, den man sehr nützlich, ich finde, in verschiedene Automatic-Stellungen bringen kann. Ich bevorzuge die Stellung Rock da am liebsten. Und ihr hört selber, klingt gut, ich mache mal etwas lauter. Ja, und von daher seht ihr ja selber, wie das schön hier zur Sache geht. Ist eine sehr schöne Sache, ist ein sehr wunderbarer Sound, muss ich sagen. Habe ich schon nicht nur in der Werkstatt verwendet, das gute Teil. Das nehmen wir auch, wenn wir Gartenpartys haben, nehme ich das einfach mit raus und stecke einen Akku hinten rein. Und da haben wir ordentlich Sound draußen, schieben einen Stick rein oder irgendwas anderes. Und dann geht das ordentlich zur Sache. Was ich noch erwähnen möchte, dass das Radio ein rundum Sound durch diese 4 Lautsprecher ausgibt und Radio und MP3 Wiedergabe möglich ist. Also wenn dann auf dem Stick dann MP3, aber das ist ja nur normalerweise jetzt überall der Standort. Also ich kann keinen da noch mit anderen Dateien irgendwie quasi noch zugange ist. Und was eben das Schöne ist, wenn dieses Radio einmal runterfallen sollte, wie zum Beispiel jetzt bei meinen Systemern hier, wenn ich das jetzt runterschubsen sollte, dann passiert an diesem Radio nichts. Das Ding ist erprobt, von 3 Meter Höhe herunterzufallen und es soll ganz bleiben. Also das hat Bosch getestet und dem vertraue ich auch ganz. Und damit ist eigentlich hier nichts mehr weiterhin hinzuzufügen. Also ich bin voll mit dem Radio zufrieden und ich kann das eigentlich jedem nur ans Herz legen, hier sich so ein Ding mal anzuschaffen. Und also ihr werdet alle zufrieden sein. Also ich glaube, ich in meinem Freundeskreis habe ich das Ding schon empfohlen. Es hat noch keiner wieder zurückgeschickt. Also sind alle sehr zufrieden und hellauf begeistert von dem Teil. Damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich könnte den einen oder anderen mal aufzeigen, was das Ding hier kann und ob sich so eine Investition überhaupt lohnt.
weil es kostet doch schon ein paar Euro, und aber lieber ein paar Euro mehr ausgegeben und dafür ordentlich Qualität bekommen, als sich hier so ein 60-Euro-Teil zu kaufen, wo kein Sound rauskommt und man keine lange Freude dran hat. Also das ist das ideale Weihnachtsgeschenk, kann ich jedem nur empfehlen als Heimwerker. Ich lege nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr euch zum Beispiel dieses Teil bestellen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und schenkt mir noch ein Abo dazu. Und wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlen wollt, dann teilt dieses Video bitte, das wäre ganz freundlich von euch. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder und bis dahin, euer Jörg.